Ja, sind wir dabei. Das ist prima, prima Colonia. Oder so ähnlich. So, Hausschau. Tut mir leid, dass ich eure Ohren gerade etwas in Mitleidenschaft ziehen musste. Aber ich war gerade danach. Tut mir leid. Ja, letzte Ausgabe von SmackDown, bevor es richtig abgeht. Bevor es hier richtig losgeht. Bevor wir hier wieder Tribute to the Troops haben. Bevor wir den vorletzten Pay-Per-View haben. So nämlich. Heute ist Freitag, heute habe ich Bock. Heute ist eigentlich eher eine Woche vor Freitag, wo diese Folge kommt. Ah, scheißegal, ein Tag vor Weihnachten. Egal. So, Riddle Orton gegen Gargano McMahon. Abfahrt, ja. RK Bros. Habe ich gehört. Titelkurs, WrestleMania. So, Ember Moon, Mandy Rose, Alexa Bliss, Rhea Ripley. Rhea Ripley? Merke ich mir. Asuka, Shirai gegen Baszler. Gut, Asuka, halten wir fest, Asuka ist eine würdige Titelträgerin. Aber wir halten, merken uns auch, Becky Lynch hat gewonnen letzte Woche. Diese Woche gewinnt Rhea Ripley. So, alle guten Dinge sind drei. Wer gewinnt hier? Es ist Edge. Es steht jetzt nun 2-1 für Edge gegen Finn Balor. Und das Finale, das große Finale, folgt dann beim nächsten Pay-Per-View. So, da haben wir Kane gegen Cody Rhodes. Kane gewinnt, weil Brock Lesnar kam. Mitten im Match kam Brock Lesnar einfach reingerannt und gab einfach einen F5 an Cody. Und danach gab es noch einen Chokeslam und dann war das Ding durch. Und das Match, das wir so heute angucken, finde ich auch sehr, sehr interessant. Es ist die Red Faction, die sind wieder da. Wir sehen Dragunov und Djokovic. Ich freue mich. Gegen die Bloodline und Dave Bautista. Ich glaube, das wird witzig. Ich glaube, das wird schön. Ich glaube, ich werde jetzt sehr viel Spaß haben, mit euch dieses Tag-Team-Match anzugucken, weil man weiß, dass ich Tag-Team-Matches liebe. Aber ich finde es schön, wie Dragunov und Djokovic beide in Rot sind. Das finde ich toll. Jimmy und Jey Uso sind auch mit dabei. Das ist toll. Das ist toll. Was macht Roman Reigns? Kassiert. Den Konter von Dragunov. Jetzt kommt Djokovic. Der Riese. Der kroatische Riese, Alter. Bam. Der geht erstmal auf den Boden und... Corkscrew. Moonsault. Von dem Riesen da. Yo. Ja, hey. Habe ich gesagt das? Ja gut, habe ich, aber... Unfassbar. Kannst du dir auch nicht ausdenken, dass du so etwas siehst, Alter. Kannst du... Was passiert jetzt? Oh, eine Katze. Bam, Irish Whip. Da ist Batista. Und Batista kriegt auch die Fresse von Roman Reigns. Djokovic und Roman Reigns bekriegen sich. Mitten im Ring. Mitten im Ring. Da kommt Batista mit der Clothesline. Schaut am Clothesline von Batista. Djokovic, komm, schmeiß Batista raus. Was passiert hier? Batista und Roman Reigns werden zerschlagen. Von Djokovic. Oh, schöne Fans senden da. Ja, die Frage ist, hat Batista noch Bock hier reinzugehen oder er nicht? Da ist Batista. Batista geht einfach ins Match und kassiert den Sleeper Slam, Junge. Ich glaube, wir haben den Sleeper Slam noch nie gesehen. Glaube ich. Auch krass. Roman Reigns braucht erstmal Pause. Geht raus. So, Dragunov nimmt sich Batista. Als wenn Batista niemand wäre. Als wenn er irgendwo so No-Name nimmt. Zeigt er einfach einen Dropkick gegen Dave Bautista. Dragunov geht auf Jimmy. Geht auf Jay. Jawohl, Turtle World Slam. Warum nicht? Und nochmal, zack, Elbow hinterher. So, Reigns und Dragunov gehen wieder rein. Unser Intercontinental Champion sieht heute aus. Rolling Death Valley Driver. Roman Reigns muss wieder raus und Dragunov. Also, Batista und Roman Reigns, die sind bisher nicht wirklich da. Vielleicht jetzt. Und vielleicht jetzt mit dem Camel Clutch. Roadbreak. Ich nehm's zurück. Batista. Bam. Was macht Batista? Alle lieben Batze. Alle lieben Batze. Vor allem Batze. Bam. Bam.
Diese Ellbogenstöße tun weh. Nochmal Hartschläge ins Gesicht. Bumm, nochmal reintreten in den Magen. Cover. Eins, zwei. Kickout. Batista gegen Roman Reigns. Batista gegen Roman Reigns bei Tribute to the Troops. Batista. Nimmt sich Dragunov. Und hau 3, großer. Bam. Dragunov ist raus. Batista freut sich. Jawohl. Head of the table, Junge. Batista ist der neue Head of the table. Batista. Wenn der Batista gewinnt, führt er die Bloodline an. Scheiß auf Reigns. Powerbomb. Eigentlich dürfte Batista keine normale Powerbomb in seinem Moveset haben. Bin ich der Mann, wenn der Finisher eines Superstars die Powerbomb ist, dann sollte er im normalen Repertoire keine andere Powerbomb haben. Dasselbe ist zum Beispiel bei The Miz. Der hat ja auch sein Spear von Batista, hat ja auch sein Snap DDT als Signature. Er dürfte den normalen DDT nicht in seinem Moveset haben. Das gleiche mit Bobby Roode zum Beispiel. Der Glorious DDT, er darf keinen anderen DDT Moveset haben. Das, ne? Das. Batista ist ruthless. Batista ist ruthless. So, Batista gegen Djokovic. Bam. Tag-In. Oh Junge, Roman Reigns und Batista mit einer Tag-In-Aktion. Double Gutbuster. Oh, ist ein schöner Dragon Suplex. Brian Danielson lässt grüßen. So, Roman Reigns gegen Djokovic. Northern Lights gegen Roman Reigns, Junge. Dragunov zeigt einen Northern Lights Suplex gegen Roman Reigns. Das kriegst du auch nur in der Simulation gesehen, bin ich ehrlich. Unbesiegbar da auf seinem Rücken. Und Roman Reigns ist wieder draußen und hat. Irgendwie hat Roman Reigns heute richtig Bock rumzuliegen, ne? Ist schon das zweite Mal, dass er jetzt ausgezählt wird. Nach kurzer Zeit. Roman Reigns hat es heute. Irgendwie. Irgendwas ist mit dem Jungen los. Der ist heute nicht da. Und wieder der Dropkick gegen Batista. Weißt du, wenn. Irgendwann ist Dragunov so langweilig, dass er gegen Batista und die Bloodline geht. So, Roman Reigns ist wieder da. Und wie Roman Reigns da ist. Was macht Dragunov da eigentlich? Ja, kommt Papa Reigns und räumt auf! Mit diesem Suplex. Reigns und Dragunov töten sich jetzt außerhalb. Eins, zwei. Aber Jungs, wir können langsam jetzt wieder ins Match. Denn irgendwas der Torpedo, Alter? Ich hoffe, dass er den jetzt nicht verbraten hat. Wir sind bei 5 Suplex. Und ein Jackhammer. Auch schon mal noch schöne Grüße an Goldberg, Junge. Wir sind bei 6. Wir sind bei 8, ja. Schönes Spiel. War nicht verbuggt. Dragunov, was machst du denn da? Du, der spaziert bei 9 als... Danke, Roman. So, können wir jetzt wieder Wrestling sehen, Alter? Superman Punch! Kam irgendwie durch, sah verbotscht aus, scheißegal, Cover. 1, 2, stimmt! Da war ja noch was, das ist ja ein Tag Team Match. Oh Junge, kann ja noch Stunden dauern. So, und zeigt ein Spear und das Ding ist durch. Zeigt doch einfach ein Spear und das Ding ist durch. Nee, Roman, zeig kein Spear. Roman hat keinen Bock auf Spear. Klauslein. Passiert! Noch eine Klauslein. Dragunov ist feiert ab, Jungs. Dragunov kann Roman Reigns besiegen. Hab ich Bock drauf. Zack. Snap. Schöner Snap. Bam. Geht aufs Bein. Cover. Ist Roman Reigns geschlagen.
Roman Reigns klingt bei 1 aus als No-Sale. Roman Reigns No-Sale. Das ist eine ganz schöne Distanz, die du springen musst, mein Freund. Ja, hat er auch eingesehen. Das war ein bisschen, ne? Wäre ein bisschen viel gewesen. So, zeigt ein Spear. Ach, Reigns, Junge, zeigt doch ein Spear, Mann. Neckbreaker. Roman Reigns liebt Neckbreaker. Haben wir neulich festgestellt. Batista, Junge, was macht denn Batista mit Djokovic draußen, Alter? Tötet ihn. Alles ist gut, solange Batista da beschäftigt ist. Bam. Bleibt es ein 1 gegen 1. Shield Exploder, DDT, kommt ja wieder in das Zentrum. Oh Junge! Oh Junge! Oh Junge! Oh Junge! Ja, der Moskau Torpedo! 1, 2. Wenn es das jetzt gewesen wäre, ne? Dragunov pinnt Roman Reigns. Kannst du dir echt nicht ausdenken. So, Batista ist wieder da. Junge, was passiert? Es ist Eskalation, wirklich. Wie lange dauert es? 12 Minuten, ey. Ja, Batista-Bomb. Jawohl. Ist das... Ja. Djokovic zeigt die Batista-Bomb gegen Batista. Was ist denn mit der Kamera los? So, Roman Reigns gegen Dragunov, da sind wir wieder. Bam, es eskaliert völlig. Wirklich, es eskaliert völlig. SmackDown geht riot, Alter. So, Djokovic ist vom Pferd gebissen. Was passiert hier? So, Uso steht im Weg rum. Hallo, Jay. Ja, klar, dann passiert sowas. Northern Knights gegen Jay Uso. Lasst euch doch einfach ausziehen. Bam, Ringtreppen. Lasst euch einfach ausziehen, das Match vorbei. Bringt eh nichts. Djokovic haut eine Batista-Bob gegen Batista raus. Ich komme nicht drauf. Ach, scheiße, wir haben es geschafft. Ja, Roman Reigns gewinnt. Account out. Schön. So. Passiert jetzt noch was? Jungs, ihr beide hasst euch. Hallo, ihr hasst euch. Warum macht ihr denn jetzt einen Handshake? Seid ihr behindert? Ihr habt beide eine eingestellte Qualität. Die ist auch stark ausgeprägt. Ja, ihr habt eine starke Qualität gegeneinander. Ihr habt gerade ein Tag-Team-Match gehabt. Ihr hattet gerade eine Cutscene, wo euch gegenseitig totgeschlagen habt. Und jetzt macht ihr einen Handshake? Das Spiel... Das, was in den letzten 13 Minuten passiert ist, kannst du dir echt nicht ausdenken. So, Moxley gegen Sting. Auch ein schönes Match. Gewinnt Sting. Sting hat Bock. So, Imperium gegen Undisputed Era again. Und das sind ein paar Eichner Bartel. Was willst du erwarten? Was, wollen wir jetzt noch drüber reden, wer wirklich die Champions sind? Ich glaube nicht. So, das ist interessant. Die Alpha Academy gegen Miss und Morrison. Das gewinnt Miss und Morrison, okay. Ladies and Gentlemen, ich will nicht sagen, wir leben in einer Traumwelt. Ja, aber... Wir haben Triple H und Daniel Bryan, die zusammen in einem Tag-Team-Match arbeiten. Und das gegen die Authority, das gegen Cross und Ciampa. Ja, Triple H und Danielson. War das die Auflösung der Authority? Ist Triple H jetzt endgültig raus? Fragen. So, Drew McIntyre kriegt seine Rache gegen King Nakamura. Und aber der United States Champion gewinnt. Mit Tribute to the Troops. Finale. So, Walter gegen Rollins, man kennt's. Und Rollins gewinnt. Auch hier dieses Match und Walter. Ja, das geht langsam in so eine Abwärtsspirale, würde ich mal sagen. Für den lieben Walter. Verlor gegen Bobby Lashley. Verliert jetzt gegen Rollins. Und ganz schlechte Karten im Triple Threat Match dann. Und zum erstmal wieder runterkommen. Cesaro
gegen Kevin Owens. Und wir erinnern uns, warum auch wir jetzt eine Entry sehen, keine Ahnung, aber wir erinnern uns, Cesaro hatte ja vergangene Ausgabe Lashley nach seinem Sieg ein bisschen gemockt und angegriffen. Deshalb bin ich sehr gespannt, was hier passiert. Na, guck mal an, wer da ist. Der Bobby Lashley, unser BCW World Heavyweight Champion. Aha, deshalb Entry. So ein Ding ist das. Und dann kommt Lashley geflogen mit einer Clothesline. Ja, Kevin Owens, heute ist kein Match für dich. Heute sehen wir unseren BCW World Heavyweight Champion gegen Claudio Castagnoli. Haben wir nun also eine Entscheidung für Cesaro. Cesaro wird sein Royal Rumble Contract benutzen, um BCW World Heavyweight Champion zu werden bei WrestleMania. Ich bin sehr gespannt, ob es dann noch der Main Event wird. Weiß ich nicht. Man bricht ja mit Tradition oder hat schon mit Tradition gebrochen. Ich weiß gar nicht. Als WrestleMania 32 war, also ich glaube, ich vermute es jetzt einfach, da war das doch so. Nee, das war, oder? War das 32 da, oder so? Da war der Main Event Roman Reigns gegen Undertaker. Non-Title-Match. Im Main-Event von WrestleMania. Und weder der Undertaker noch Roman Reigns waren dort Royal Rumble-Gewinner. Ne? 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 Man kann mit Tradition brechen. So, auf jeden Fall sehen wir jetzt erstmal Cesaro gegen Bobby Lashley. Bam! Was ein Suplex. Was ein Inverted Suplex. Und guckt euch die Kraft an, Junge. Ist das ein... Ist das... Claudio Castagnoli ist ein Tier. Bam. Deadlift Military Press. Mehr kann ich dazu nie sagen. Das ist unfassbar. So, Submission Rope Break. Ladies and Gentlemen, wir haben ein Match. Crossface. Jawohl. Rope Break. Ich bin gespannt. Cesaro hat hier bei Tribute to the Troops noch nichts vor. Kein Match, kein gar nichts. Guckt sich das Backstage an. Kann sich genüsslich zurücklegen. Während Bobby Lashley in einem Triple Fetch. Schöner Double Footstomp. Double Footstomp. Während Bobby Lashley sich um seine Ehre verteidigen muss. Gegen Cesaro. Gegen Cesaro. Gegen Lashley. Okay. Lashley muss bei Tribute to the Troops seine Ehre verteidigen gegen Walter und Seth Rollins. So. Da kommt eine Clothesline von Lashley. Und damit ist dieses Intermezzo hoffentlich beendet, oder? Nee, es geht weiter. Nee, es ist vorbei, ne? Ja, es ist vorbei. So, Lashley sieht nochmal Cesaro. Also egal, was mit Lashley passiert, um ihn herum wird gegeiert um diesen Titel. Das ist die Message von dieser Sequenz. So, in diesem Sinne, danke, dass ihr eingestellt habt. Die nächste Folge wird dann der Pay-Per-View sein. Der vorletzte in diesem Projekt. Ich freue mich sehr drauf. Wird super. In diesem Sinne, haut rein, bleibt gesund. Ciao und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und Djokovic haut eine Batista-Bomb raus gegen Batista. Ich kann nicht mehr. Ich komme nicht drauf klar.